Herzlich willkommen bei Christa 2706 und die Sanders. Ja, nach dem kurzen Ausflug in Bens Vergangenheit in der letzten Episode wollen wir uns heute wieder etwas mehr um die Sieblinge kümmern und natürlich Amando mit dazu, also um unsere Teenager. Und ich habe euch ja versprochen, die werden jetzt einen Urlaub machen alleine. Ben hat ihnen auch schon ganz schön ins Gewissen geredet, dass sie doch sich ordentlich benehmen und keinen Unfug machen und so weiter. Ah, ich wollte euch noch was zeigen, damit ihr nicht denkt, ich cheate. Die Kinder, die sind hier echt, Entschuldigung, ich werde immer Kinder sagen, sind einfach meine Kinder. Die sind hier echt am Fähigkeiten aufbauen. Lena hat schon Level 9 der Kochfähigkeit erreicht. Die macht hier ein Eis nach dem anderen. Apfelkuchen. Keine Ahnung, was sie treibt. Emil, Level 6 der Orgelfähigkeit. Theo kann auch schon Level 6 kochen. Das werden wir uns jetzt noch ansehen. Mit Verlaub mache ich jetzt die Wände wieder runter. Hier sind noch die Zimmer, die befüllt werden. Dieses baut von Amanda, baut die Patin Sandra. Und das Doppelzimmer. Es gibt jetzt Patinnen, zwei Stück neue. Einmal von Romy, das macht die liebe Claudi, unsere Sim Sanity. Und dann noch von unserem Jüngsten, vom Erik. Und das macht die Orchideenfuchs, die neu in unserer Runde ist. Da freue ich mich sehr. Und die jetzt auch das Patenamt übernommen hat. Und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz zu den kleinen Putzis. Und hier, ja, die sind gut versorgt. Ich glaube, der Nick war gerade dran. Ja. Und jetzt starte ich einfach mal hier an. Ich musste vorher ein bisschen ins Spiel gehen, denn ich habe die Mods aktualisiert, vor allem den Slice of Life. Und ja, da wusste ich nicht genau, was passiert. Amando ist am Sporteln. Okay. Na, dann mach mal. Oh, Minimi, hallo. Grüß dich. Kommst du vorbei? Das ist ja super. Das war jetzt nicht geplant, aber das ist toll. So, Amando, dann musst du hier gleich mal dich... Ja, genau. Riskantes Techtelmechtel. Ja, so weit käme es noch. He? Das ist deine Patin. Freundlich. Respektvoll vorstellen. Also ich weiß es nicht, dass da nicht alles geht. Und ich kann Minimi auch begrüßen. Und ich hoffe, sie wird sich jetzt zu uns setzen und mit uns essen. Aber scheint, dass das klappt. Ja, super. Ich mag das, wenn die Paten von alleine vorbeikommen. Das ist doch richtig toll. Gerade Sandra hat ja jetzt zwei Kinder übernommen. Ho, 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 ho. Okay, Simone Zero. Mit dem Amando doch gleich ganz gut verstehen. Das ist ja super. Dann kannst du noch ein bisschen Tipps zum Aufsprudeln von Saft geben. Frag sie mal, was sie arbeitet. Weiß ich nämlich selber nicht. Guck mal, was sie für eine Persönlichkeit hat. Okay, 1000 Fotos. Amando hat erfahren, dass Minimi als Staatsoberhaupt bei besorgte Bürger von Maishumo arbeitet. Na, das ist der Wahnsinn, Sandra, Staatsoberhaupt. Ich lerne immer noch über mich selbst. Hoffentlich habe ich beim nächsten Mal die Dinge schon geklärt. Es ist schon 22 Uhr.
Frage ist, ob wir heute noch auf Urlaub fahren sollten oder erst am nächsten Morgen. Und was allen Dingen darf man nicht als Fotos vergessen. Katana und Amando, da gucken wir eigentlich gleich mal ein. Was, Paul? Es gibt hier 8 Toiletten im Haus, da wirst du ja wohl eine finden. Amando, du musst mal. Mach doch ein Selfie. Mach doch ein Foto mit Sandra. Achso, das geht nur mit einem. Okay. So, ganz kurz. Eine. Ach, das ist gar nicht seine Freundin. Das ist Celine. Celine Winter von den Winters. Hey, guck mal, die hat die gleiche Frisur wie unsere Lisa. Ja gut, dann gucken wir mal, ob jetzt Armando hier ein schönes Foto mit Sandra macht. So, kurz, jetzt machen wir erst hier dieses Foto. Da kann man nichts auswählen. Das ist doch schön. Hui. Armando im Sportoutfit. Bisschen nach hinten. Kann noch ein Filter drüber legen. So. Sehr gut. Na, die verstehen sich ja schon hervorragend. Das ist schön. Jetzt ist ihm kalt, immer Mann doch. So. Jetzt auch alle schlafen. Und Mando sagt jetzt auch zu Sandra Tschüss. Und schick sie nach Hause. Wir gehen jetzt schlafen. Oh, ist eigentlich schön, wenn man acht so große Teenager hat. Also, wir fahren nach Granite Falls. Und hier ist dieses wunderschöne Austrian Holiday House, das ich aus der Galerie geladen habe. Und wir bleiben. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welcher Wochentag das war, aber ist egal. Wir bleiben jetzt mal eine Woche. Das haben sie sich verdient. So, und zack, sind die im Winteroutfit. Ach, es ist schon, aber wieso? Im Urlaub müssen die doch nicht zur Schule gehen, oder? Ja, okay, das hilft jetzt eh nichts mehr. Sie sind jetzt weg. Ich hoffe, die kommen dann hierher. Das macht ja auch gar nichts. Dann kann ich euch jetzt das Haus zeigen. Also, wir werden natürlich nicht 7 Tage nur hier spielen. Denn wir haben ja auch auf der anderen Seite noch einiges zu klären und zu machen. Ich zeige euch jetzt mal dieses Geländer hier, das ich ein bisschen ergänzt habe, dass die hier etwas Spaß haben. Wir fahren mal mit dem Dach hoch. So sieht das Ganze aus. Sieht wirklich so wie so ein österreichisches Bauernhaus aus. Das ist schon richtig so. Und ja, ich kann hier nicht in den Baumhaus gehen, das heißt, wir müssen uns das jetzt so ansehen. Es gibt hier etliche Zimmer, die alle ziemlich gleich sind. Hier habe ich noch ein Klavier reingesteckt, denn das ist ja für die ziemlich wichtig. Ein paar Gitarren gibt es auch, mehrere Badezimmer. Also die sollten hier auskommen. Ich werde keine mein Bett zuweisen, die sollen bitte schlafen, wo sie wollen. Unten gibt es meines Erachtens auch noch ein Zimmer, glaube ich. Ein Schlafzimmer. Hier mache ich mal die Wände runter jetzt. Hier gibt es noch ein Schlafzimmer, gibt es eine Sauna. Und hier ist so eine Küche. Kochkenntnisse haben sie ja, Gott sei Dank schon. Dann habe ich hier einen größeren Tisch reingepackt, dass hier 8 Leute sitzen können. Und ja. Hinten ist so ein Garten, wo sie grillen und
spielen können, malen, werken, Blumen binden, alles da. Und hier ist das Highlight, das ist dieser alte Stall, der praktisch der Freizeitschuppen ist. Und hier habe ich so einen kleinen Partyraum reingemacht mit einer Bar und einer Musikanlage. Vielleicht mixen sie ja ein bisschen. Und hier für ein bisschen was zum Sporteln. Und ja, eine Werkbank ist da. Also ich denke mal, die werden hier zurechtkommen. Irgendwo da vorne steht hoffentlich. Ist die noch da? Okay. Uns hat sicher jemand eine im Inventar. Wir brauchen unbedingt diese Pfadfinder-Tafel. Und die habe ich jetzt nicht gedacht. Aber die können wir sonst sicher auch irgendwie kaufen. Oder sie umschieben. Colin. Colin ruft den Baul an. Du bist wirklich sexy. Also bitte, Colin. Du bist doch eigentlich in Jana verliebt. Und der Baul empfindet auch nicht so. Also jetzt bin ich schockiert, was hier abgeht. Alles klar. So, jetzt machen wir mal einen Schnellvorlauf, damit wir die hier auch zum Spielen bekommen. Ich hoffe ja dann, dass ich trotz allem so, alle rufen Paul an, oder? So, da kann ich nur leider nicht beschäftigt sein. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hoffe ja, dass... vergessen. Ah, ich weiß schon wieder. Oh, Entschuldigung. Altersdemenz oder so. Ich hoffe ja, dass ich dann trotzdem auf die anderen switchen kann, aber ich glaube, das funktioniert. Ich habe das vorher schon getestet und das sollte eigentlich klappen. Dann können die einfach dann ihren Urlaub ein bisschen ohne uns genießen. Aber wir werden die meiste Zeit hier sein, denn ich möchte mich wirklich jetzt um die Kinder kümmern. Okay, na dann komm doch mit in den Urlaub. Und Emilia kommt auch in den Urlaub. Und der Bill kommt auch in den Urlaub. Na bitte. Amando ist jetzt schon 1er Oberschüler. Na, das ging ja schnell. Zu den Besten. Zu den Besten. Zu den Besten. Zu den Besten. Kommt nicht über die. Na, das sind sowieso alle. Super. So, dann schauen wir mal. Wo stehen sie jetzt? Was ist mit Paulus? Kurz vor dem Ausbruch. Irgendwann ist gleich schlafen gegangen. Ist das der Paul? Nee. Theo genießt gleich mal die Natur. Paul, du kannst dich hier entspannen, bevor du hier ausbrichst. Wer bist du? Emilia Winter, okay. Also, liebe Anna, deine Kinder, die fühlen sich hier auch sehr wohl. Armando. Oh, wer hat dir denn so einen hübschen orangen Anorak gegeben? Sehr schön. Gefällt mir. Könnte fast ich gewesen sein. Na, Nick, was ist los? Melinda ist doch da, warum bist du dann traurig? Es wird Zeit, schwarz zu tragen. Okay, er ist traurig, weil er ein Teenager ist. Komm, du kannst dich ja hier ein bisschen. Kannst dir ein bisschen schmeicheln. Oh, Melinda, du Hübsche.
eigentlich. Schaut mal in die Wolken zusammen. Und tiefgründige Unterhaltung. Ja, und dann. Nee, gibt's hier nichts anderes. Okay, macht euch jetzt mal das. Okay, also das ist der. Also Nick und Melinda, die kommt wirklich regelmäßig auch vorbei. So, der Louis. Aber hallo, ist das jetzt Emilia oder so? Ja, das sieht doch gut aus, hein, mit den beiden. Was macht ihr denn? Hufeisen werfen. Okay. Louis hat Heimweh. Ach, wie süß. Lass sie doch mitspielen. Und bewunder sie ein bisschen. Und also Anna, ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm für dich, wenn ich da so ein bisschen. Der Louis hat ja keine Freundin, der hat ja nur einen besten Freund, der aber nur ein Freund ist. Ich hoffe, das ist für dich jetzt nicht schlimm, wenn ich da ein bisschen herumflirte. Wenn ja, dann musst du es mir sagen. Aber es wäre ja auch nicht schlecht, wenn sich unsere Familien dann nicht irgendwie verbinden. So, das ist Emil, oder? Emil, warum hast du denn den Skianzug an? Ihr habt ja noch alle ein anderes Winteroutfit. Ach, Oma, das geht jetzt leider nicht. Warum ist Emil traurig? Der hat auch Heimweh. Ach nee, ihr seid alles so. Ja gut, die waren noch nie weg von ihren Eltern, gell? Und ihr seid doch alle zusammen. So. Emil, deine Freundin, das können wir dann auch mal herholen. Wir müssen uns um diese Natursachen kümmern. So, und Luis haben wir ja schon was zu tun gegeben. Der Armando malt wieder einmal. Der ist sehr fleißig. Hat er auch ein... Och nee, jetzt ist er gerade erst... Ist er gerade erst in die Familie aufgenommen und hat schon Heimweh. Ich denke mal Heimweh nach Ben, aber nicht... Nach seiner Mutter. So, Paul, tut dir das gut? Ja, ich spiele einfach jetzt ein bisschen. Was macht Jana eigentlich? Oh. Jana macht Party, oder? Gehen wir mal ein bisschen nach. Lena ist am Kochen, oder? Lena ist nur am Kochen, das ist Wahnsinn. So. Benarla. Okay. Sie guckt sich die Bilder an. Schönes Landschaftsbild. Ah, oh, Jan hat auch Heimweh. Ach, sie sind doch alle süß. Sie haben alle Heimweh. Nein, das wird euch schon noch vergehen. Das ist nur am Anfang. Ah, so. Du kannst mal dein verdorbenes Essen aussortieren, weil ich es gerade sehe. Und dann müssen wir mit irgendjemandem anfangen hier. So, alles ernten, da gibt es doch solche Frösche und so, und genau das sind die Sachen, die wir machen müssen für das letzte Abzeichen. Graben,
Ja, das habe ich mir bei meinen Let's Plays natürlich immer leicht gemacht, denn ich hatte, also mein Let's Plays, meinem Let's Play, ich habe ja eh nur eins. Also meine Familie war ja von vornherein als reich tituliert und ich musste mir nicht irgendwie so Zeug zusammensuchen. Hey, cool, ein Specht. Guckt mal. Alter, der ist ja geil. Hier kann man durchaus was entdecken im Wald. Kann man den anklicken? Nee. Emil hat schon einen Fisch gefangen. So. Was ist mit Paul? Okay, das hat ihm nicht geholfen, aber dann habe ich eine gute Idee. So. Paul, du gehst jetzt wandern. Wie spät ist es? 18 Uhr, das geht sich aus. Dann gehst du mal ein bisschen. Oder joggen. Wandern gehen hier. Wandern, wandern geht. So. Oh, was ist mit Louis los? Der ist nie rot normalerweise. Ärgerlicher Schultag. Okay, kann man dagegen irgendwas machen? Nee, kann man nicht, aber man kann. Du kannst wahrscheinlich hier. Ja, gefühlvoll spielen, das geht doch immer ganz gut. Nick ist immer noch traurig, jetzt hat er Heimweh. Da ist er schon mal weg und es ist Zeit, schwarz zu tragen. Wo hast du deine Freundin gelassen? Die ist weg. Ja, gut, ist jetzt nicht so schlimm. Wo haben wir den Theo? Theo, was machst du? Das war auch eine schöne Jacke an. Theo. Oh, Theo, ja genau, Theo ist unser Naturfreakchen. Da müssen wir sowieso gucken, was der alles tun muss. Drei Bücher lesen, aber der kann auch ja mal ein bisschen. Bisschen. Oh, ha, hier ist noch das. Das Gebäude, wo wir beim Junggesellenabschied von Angela waren. Oh ja, na mit ihrer Mütze. Die musste sein, sie hat sie selbst gestrickt und die habe ich ihr unbedingt bei diesem Outfit verpassen müssen. Das ist eigentlich alles das Winteroutfit, wie man Kobaribi, aber ja, ist ja jetzt auch egal. Nick, du musst dann so und so noch etwas mehr tun, weil du musst mindestens 5 Fische fangen. Das wird ja eine große Aufgabe. Lena, das ist unsere Lena, die ist nur am Kochen. Ich glaube, Lena ist kochsüchtig. Also Steven, die Idee mit dem Kaffee ist gar nicht schlecht. Das könnten Lena und ihre Freundin dann vielleicht doch machen. Ausgezeichnet. Jetzt gucke ich noch mal, was sie für Kocheigenschaften hat. Die wird das gleich mal vollenden. Und ich schwöre, ich habe nichts dazu beigetragen. Das hat sie alles selbst gemacht. Aber sie hat auch Heimweh. Und sie möchte die Kummernummer anrufen. Das können wir doch. Das können wir sie doch machen lassen. Das ist hier drinnen, glaube ich. Kummernummer anrufen. Du könntest aber auch mit Ashley plaudern. So. Aha. Ja, wie auch immer. Ihr seht, die Teenies, die sind jetzt gut hier im Urlaub angekommen. Und ich denke, die werden eine schöne Zeit haben. Wir werden dann das dann etwas beobachten. So, ich werde die Sendung jetzt hier beenden. Ich werde hier dann nicht alles live in die Sendung bringen, denn dafür wird es zu lange, aber natürlich. Ah, hier ist eine Button, das drauf geht. Wunderbar. Bei wem ist das jetzt? Hallo, zeigst du mir dein Gesicht? Emil hat eine drin, das ist wunderbar. Das ist wunderbar.
Also das meiste des Urlaubs werde ich euch natürlich zeigen, aber nicht jede Minute davon. Dann auch mal wieder umschalten, vielleicht aber auch nicht, das sehen wir. Das ergibt sich ganz alleine aus, je nachdem, wie spannend sich dieser Urlaub hier gestaltet. Ich gehe jetzt noch ein bisschen auf Fotojagd für euch, die packe ich euch am Ende noch rein. Und damit verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder je nachdem, wann ihr das guckt, auch einen anderen Tag. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, das Video liked oder mir vielleicht sogar ein Abo mit einer Glocke gönnt. Dann macht ihr mich sehr glücklich. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und ciao, Baba, eure Schwester.